Einer der letzten Videos war das Langhantelrudern und auf euren Wunsch gucken wir uns heute das Kurzhantelrudern an, denn ihr habt euch gewünscht, quasi diese Variante mal für euer Hometraining zu euch zu nutzen, was denn optimal bzw. was man achten muss in dieser Übung, um da einfach optimalen Benefit für den Rücken mitzunehmen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal. Wie schon gerade eben gesagt, schauen wir uns heute die Technik und die kleinen Kniffe an, auf die es ankommt, um dein Kurzhantelrudern zu optimieren, damit du eine super Rückenübung hast. Und damit haben wir hier einmal den Simon, der einmal die Übung für uns vorzeigt. Erstmal danke dafür. Wenn wir mit der Übung anfangen, ist es wichtig, was ist erstmal die Startposition. Es gibt natürlich verschiedene Varianten. Es gibt Leute, die führen es quasi an der Schrägbank, stehen quasi halb aus. Dann gibt es einmal die Variante, wo man quasi hier in der Bank variiert. Wir gucken uns heute mal die Variante an, wie man flach an der Bank arbeiten kann, um einfach mit der Kurzhantel das Beste rauszuholen. Wir starten die Bewegung quasi mit einer Kurzhantel. Idee auf einer Bank und quasi Simon startet, indem er sein Knie, in dem Fall sein linkes Knie, wenn er seine rechte Seite trainieren möchte, auf der Bank ablegt. Die Kurzhantel ist hier in der rechten Seite gelegt. Simon fixiert sich mit dem Knie hier, mit der linken Hand quasi am Polster und achtet darauf, dass sein Rücken schnurgerade ist. Das heißt, vom Lendenwirbelsäulenbereich bis zur Halswirbelsäule komplett schnurgerade. Und in dieser Position startet Simon quasi, indem er den Ellbogen so weit wie er kann nach hinten führt und natürlich mit dem Schulterblatt nach hinten retraktiert. Das heißt, die Bewegung wird initiiert mit dem Schulterblatt, so wie auch jede Rückenübung, egal ob sie von oben gezogen wird oder auch hier horizontal. Es wird immer initiiert mit dem Schulterblatt. Das heißt, wir wollen so wenig wie möglich aus den Armen ziehen. Der andere Punkt ist natürlich, dass der Ellbogen nahezu zur Hüfte gebracht werden möchte. Das heißt, wir wollen nicht. Das ist jetzt eine Variante, wo Simon zum einen primär viel aus den Armen zieht. Zum anderen ist der Winkel zu gering, um einfach da einen maximalen Benefit auf den Latissimus mitzubringen. Deswegen empfehlen wir immer, zieh so nah wie du kannst, beziehungsweise zieh so weit wie du kannst zur Hüfte nach hinten, um da einfach hier optimalen Stretch und optimalen Dehnung und Kontraktion im Latissimus zu haben. Denn das ist die Muskelgruppe, die wir damit primär treffen wollen, der Latissimus. In dieser Position achtet Simon, wie gesagt, immer darauf, dass der Oberkörper komplett gerade ist, Wirbelsäule ist nahezu gerade, Brust ist gehoben und in der Position wird immer zur Hüfte gerudert. Bei der Atmung ist es so, dass logischerweise wie bei jeder Druckübung oder jeder Zugübung auch, dass wir immer damit arbeiten, dass wir quasi bei der positiven leicht ausatmen und bei der negativen bzw. im Nullpunkt unten eher wieder leicht einatmen. Wichtig ist aber, dass die Core-Spannung nicht verloren geht. Das heißt, hier sollte weiterhin alles stabil sein in der Wirbelsäule, alles schnurgerade. Und wir sollten, wie gesagt, immer darauf achten, dass wir zur Hüfte hinrudern und quasi nicht den Fehler machen, den man tatsächlich ziemlich häufig sieht, dass man zum einen extrem aufrecht ist. Genau, jetzt sieht man mal dem Beispiel. Andere Leute vielleicht, die jetzt eine Bank extrem hoch positionieren, hier sieht man, der Oberkörper ist zwar auch, also der Rücken ist zwar auch gerade, aber der Winkel ist einfach so eingestellt, dass Simon sehr stark Richtung Trapeznacken zieht und wir wollen natürlich hier, um den Latissimus primär zu treffen, natürlich in der Position sein, wo wir nahezu parallel zum Boden sind. Das heißt, achte darauf, dass dein Oberkörper quasi nahezu parallel zum Boden ist, dass du den Ellbogen nach hinten führst quasi, das heißt für dich als Cue auch, achte darauf, dass du nicht zu stark aus den Händen bzw. aus dem Unterarm ziehst, sondern sieh es so, als wenn dich jemand an den Ellbogen nach hinten zieht, quasi nach hinten und dann zur Hüfte, um da einfach wenig Armbeteiligung zu haben und sehr viel Latissimusbeteiligung. Das sind im Endeffekt schon die wichtigsten Dinge, auf die es ankommt, auf die du beim Kurzhantelrudern achten solltest, um da einfach eine richtig schöne, gute Rückenübung zu haben, primär für den Latissimus. Wir sehen uns bei einem weiteren Video wieder. Wenn du Anregungen hast, quasi Kommentare, Ideen, alles sowas, gerne rein. Du siehst hier heute bei dem heutigen Video, wir gehen natürlich gerne darauf ein und schauen uns auch andere Übungen dazu an. Ansonsten lass gerne einen Like da, folgt dem Kanal und ja, schreib was, wie gesagt, in die Kommentarbox, wenn ihr was zu sagen habt. Alles klar, bis dahin, wir sehen uns, macht's gut.